aufgetischt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem Aufgetischt. Moment, werdet ihr sagen, du bist doch überhaupt nicht dran, der Flo ist doch dran, wir wollen den Flo sehen. Tja, da muss ich euch enttäuschen, der Flo hatte leider diese Woche nicht die nötige Zeit, um alles aufzuzählen, was er gespielt hat, deswegen hat er mich gebeten, ob ich eine Woche vorziehen kann und er kommt dann aber in der nächsten Woche, also alle, die eigentlich den Flo sehen wollen, einfach Video beenden und nächste Woche wieder einschalten. Alle, die jetzt noch da sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr mir zuschaut und ich steige auch gleich ein, es war Ostern, wer das nicht mitgekriegt haben sollte, da hat man Zeit zum Spielen und wir hatten sogar mal Zeit für ein paar Spiele, die wir noch nicht gespielt haben und noch nicht mehr spielen werden, weil es Einmalspiele waren. Aber steigen wir sofort ein und ich erzähle euch, was so dran war. Ich fange mal an, einfach mal, ich fasse die jetzt mal zusammen, das sind jetzt so unsere Standard-Dauerkartenspiele, die schäle ich jetzt mal über einen Kamm. Bonanza, Große Dalmuti und Doublehead Kids, also Doppelkopf. Das sind jetzt die Spiele, die spielen im Moment eigentlich immer, wenn wir mit allen Kindern zusammenspielen. Also mit allen Kindern, dann spielen wir eins von den beiden, weil fünf, wenn ein Kind nicht da ist, dann spielen wir dieses, weil vier. Und ja, kann man immer spielen, immer super. Und also ich persönlich finde Doppelkopf am schönsten, weil es sozusagen das Strategische, das Taktischste ist von den Spielen. Aber ich mag die alle drei sehr gern und ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt, dass die Kinder da alle begeistert mitspielen. Weiter geht's mit einem weiteren kleinen Familienspiel, Crazy Words. Ein Spiel, wo man Fantasiewörter aus zufälligen Buchstaben legen muss, die zu irgendeinem Begriff, wie hier zum Beispiel Schokoriegel, möglichst gut passen, sodass die anderen Spieler das erkennen können, dass das ein Name für einen Schokoriegel sein soll. Und je nachdem, wie möglichst viele Leute das erkennen, kriegt man Punkte und die kriegen auch Punkte. Und nach einigen Runden hat man dann mehr Punkte als die anderen oder weniger und hat dementsprechend gewonnen oder verloren. Ja, sehr witziges, schönes Wortspiel, wo es eben nicht so sehr auf Wortschatz ankommt, sondern eher auf lustige Assoziationen. Macht sehr viel Spaß in der Familie. Dazu passend, aber eben das sozusagen das umgekehrte Spiel. Hier muss ich eben echte Wörter kennen. Just One spielen wir im Moment auch öfter mal in der Familie. Eigentlich ist das dann ohne meine kleine Tochter, weil die hat dann doch noch etwas Mühe, weil sie gerade erst lesen lernt. Ja, ist auch wirklich ein sehr schönes Spiel. Also ich finde, zu viert ist es gut spielbar. Besser ist es allerdings mit fünf. Das heißt, wenn das die Jüngste noch ein bisschen älter ist, dann können wir es noch besser spielen. Oder wir spielen das ja eben immer auch gern mit anderen Erwachsenen. Da ist es auch sehr cool. Und man kann es eben auch sehr schön in großen Runden spielen, eben mit bis zu sieben Spielern. Das ist auch cool. Noch ein eher kleineres Spiel, Beastie Bar. Das hatten wir eine Weile verliehen, aber jetzt haben wir es wieder. Wir haben hier in dieser Packung, die ist bei uns sehr, sehr voll, weil da ist nicht nur ein Spiel drin, sondern da sind zwei Spiele drin. Da ist der dritte Teil von Beastie Bar, Born to be Wild heißt der, glaube ich. Im Untertitel ist da noch mit drin und wir haben das jetzt ein paar Mal so gespielt, dass man sich sein Deck selber zusammenstellen kann. Aber so teilweise so gespielt, dass wir sozusagen zwei Runden gespielt haben, also mit zwei jeweils selber kombinierten Decks. Das ist auch ganz witzig, weil man da eben einmal nicht so genau weiß, was die anderen Spieler für Karten haben. Und eben auch so, man muss mit sehr viel rechnen. Und es zeigt ja auch, dass das gut funktioniert. Also es ist so, alle Karten spielen gut mit allen anderen zusammen. Es ist irgendwie nie, dass man jetzt denkt, so, das passt jetzt irgendwie nicht oder so. Das ist wirklich erstaunlich gut gemacht und das ist irgendwie auch nochmal witzig, wenn man so ein bisschen sich selber überlegen kann und denkt, ich glaube, die Kombination ist irgendwie gut. Allerdings, ob man die Kombination dann wirklich auf die Hand kriegt, ist noch wieder eine andere Frage. Aber das war sehr cool, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ice Cool, das ist auch im Moment immer öfter mal wieder auf dem Tisch. Dieses sehr schöne Flip-Spiel, wo man mit diesen Pinguinfiguren hier überlebensgroß dargestellt durch eine Schule im ewigen Eis flitzt, um die Schiffe, hätte ich beinahe gesagt, sondern Fische zu sammeln, die zusammen zum Mittagessen speisen kann. Ja, ich finde es immer noch total cool und spiele das immer wieder gerne. Eben ist schnell aufgebaut, beeindruckt sofort durch diesen geilen Spielplan, der so entsteht aus dem Karton.
ist total schön gemacht und macht einfach Spaß und schnell erklärt. Super Familienspiel oder auch Spiel mit Kindern einfach, um es mit einer größeren Gruppe Kinder zu spielen. Total gut. Achso, ich soll auf die Rückseite zeigen. Ein bisschen Problem mit dem Licht heute, das spiegelt alles. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, super Spiel. Draftosaurus, da habe ich das letzte Mal noch gemunkelt, dass ich da bestimmt irgendwann mal die Erweiterung kriege. Zack, jetzt sind sie da. Also ich habe mir mal die beiden Erweiterungen jetzt zugelegt. Und tatsächlich, wie erhofft, ist es so, dass die jetzt besser passen. Also sie passen von der Optik her immer noch nicht so hundertprozentig, was mich so ein bisschen auf den Gedanken gebracht hat, ob es vielleicht von dem Grundspiel inzwischen auch eine zweite Auflage gibt, wo die Bäume und so, also alles etwas anders aussieht. Aber sie passen zumindest vom Format her jetzt gut dran. Also es ist immer noch nicht so hundertprozentig schön, was schade ist, aber es passt zumindest recht gut. Es passt wesentlich besser als das, was ich mal vor Jahren bei der Vorstellung des Spiels beim Benny gesehen habe, wo also die Erweiterungen irgendwie überhaupt nicht an den Grundspielplan dran passen. Das ist sehr viel besser geworden. Ja, die Erweiterungen an sich sind, finde ich, auch sehr unterschiedlich. Also diese Flusserweiterung, die ist sehr cool. Die intrigiert sehr schön in dem Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Und die Flugdinosaurier-Erweiterung, ja, die ist nett, aber die ist meines Erachtens ein bisschen schlecht ausbalanciert, weil die lohnt sich irgendwie nur, wenn man davon richtig viele kriegt. Und das ist aber dann doch, und aber auch früh, und das ist sozusagen dann sehr glückslastig. Und also die ist irgendwie, auf die kann man verzichten. Also die ist sowieso ganz nett, die Dinosaurierfiguren sind auch total schick, aber also besser ist auf jeden Fall die Wassererweiterung. Baumkronen, nachdem das ja eine Weile lang eigentlich täglich am Tisch war, ist das jetzt sehr wenig geworden. Aber spielen tun wir es doch noch. Ich finde es auch immer noch total schön. Meine Tochter hat jetzt neuerdings die im Spiel integrierte Erweiterung wieder raussortiert, glaube ich. Weiß ich nicht, ob ihr das jetzt irgendwie dann doch zu lang war damit. Eigentlich haben wir das sehr lange immer nur mit Erweiterung gespielt. Jetzt will sie es wieder ohne spielen. Dadurch geht es dann etwas schneller. Ist auf jeden Fall mit und ohne Erweiterung ein total schönes Spiel und macht mir wieder Spaß. Und mit, finde ich, auch immer wieder schön, erstaunlich vielen so strategischen Kniffen, wo man sozusagen im richtigen Moment mit einer eigentlich schlechten Karte einen positiven Effekt erzielen kann. Das ist wirklich einfach cool gemacht. Zombie-Teens. Das kann ich jetzt endlich wegräumen. Also, wir haben es endlich die Kampagne zu Ende gespielt. Ich muss wirklich sagen, endlich, weil dieses Spiel sich dann am Ende zieht wie Kaugummi. Ja, also das ist einfach ein schlechtes Spiel. Das würde ich wirklich so sagen. Ich meine, dieser Kampagneneffekt ist nett, aber das Spiel an sich ist einfach total gurkig und langweilig und stumpfsinnig. Und ich verstehe nicht, dass das so beliebt ist und so toll ist. Weil natürlich macht das Spaß, irgendwie Umschläge aufzumachen und irgendwelche Aufkleber irgendwo hinzukleben. Aber ich meine, das habe ich auch mit irgendwelchen x-beliebigen Sammelheftchen von der Tankstelle oder was weiß ich. Da brauche ich dann nicht so ein Spiel kaufen, was ich dann irgendwie endlos spielen muss, um den Umschlag aufmachen zu dürfen. Also, weiß ich nicht. Und auch so die Geschichte, die das Spiel dann erzählt, die ist so, also extrem kurz und irgendwie, ja, auch mit wenig Sinn dahinter. Also so ist eben, es fängt ja noch so eine ganz schöne Erzählung an. Und dann wird die ganze Geschichte des Spiels aber so eigentlich in 8 Bildchen abgehandelt. Also, ja, ich finde es einfach nicht gut gemacht. Und ja, auch so der letzte Umschlag, da denkt man so, ah, oh, da ist doch jetzt bestimmt da nochmal so was richtig Cooles drin. Ist auch nicht. Also, ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal spielen werden, weil jetzt sozusagen dieser Reiz mit den Umschlägen ist dann jetzt wirklich auch noch weg. Also jetzt gibt es gar keinen Grund mehr, das zu spielen. Und eigentlich wäre es ja jetzt erst fertig, das Spiel, sodass man es jetzt sozusagen in voller Ausbaustufe spielen könnte. Aber ich glaube, da hat dann eigentlich gar kein Interesse dran. Also das ist, ja, ganz komisches Spiel. Viel besser ist da noch Honga, ein schönes Worker-Placement-Familienspiel mit einem Steinzeitthema. Das macht einfach Spaß, ist witzig, ist spannend und man lernt auch noch ein bisschen was dabei. Also jetzt Kinderfähigkeiten, also sowas wie Rechnen und Strategie und sowas. Das ist richtig cool. Ist kein guter Vergleich, aber ich brauchte halt irgendeine Überleitung. Also das haben wir auch wieder gespielt. Werden wir, denke ich, immer weiter spielen. Super Spiel.
zwei paar Bottenkisten eintrinken. Café International haben wir auch wieder gespielt. Ein Spiel, dem immer leicht rassistische Untertöne vorgeworfen werden, was ich aber irgendwie nicht so richtig erkennen kann bei dem Spiel und was auf jeden Fall einfach Spaß macht. Man bräuchte dafür nicht ganz so einen großen Karton, der könnte locker auch halb so groß sein. Aber es ist auf jeden Fall witzig und hat bei Kindern irgendwie schon auch einen... Ja, zieht das durchaus, so dieser, so ein paar schöne Mechanismen drin sind, so mit Jokern, die man wieder austauschen kann und da richtig viele Punkte mitzumachen. Und ja, also ich fällt mir fast ein bisschen schwer zu sagen, wo eigentlich sozusagen der Reiz des Spiels ist, aber es hat einfach einen. Also es macht einfach irgendwie Spaß, seine Figuren da möglichst geschickt unterzubringen, auch so ein bisschen schon zu gucken, was können denn die anderen und wo muss ich aufpassen. Das ist einfach cool. Einfach ein sehr schönes Spiel von 1900, anno dazu mal, ich weiß gar nicht, steht jetzt hier gar nicht drauf. 1989, also schon wirklich ein Tag alt. So, das hier, das kennt ihr ja jetzt gerade alle total gut, weil da habt ihr ja alle das Mottenkiste-Video zugesehen, da bin ich völlig überzeugt von. Und in der Mottenkiste hatte ich ja schon angekündigt, dass ich das noch spielen werde und das habe ich jetzt auch getan. Ich habe es mir eben wie angekündigt ausgeliehen und habe es mit meinen Kindern und auch mit meiner Frau gespielt. Und ja, es ist so angekommen, wie ich erwartet hatte. Also mein einer Sohn, dem fällt das wirklich gut. Das ist genau seine Art Spiel. Der fand es dann auch sehr cool. Meine Frau, der war es zu trocken, was ich auch total verstehen kann, weil es ist trockenes Spiel. Aber ich finde, das hat einfach was. Ich finde es durchaus elegant, was man so mit diesen auch eigentlich sehr wenigen Regeln irgendwie machen kann und wie schnell man da ins Grübeln kommt, dass er so, Mann, wenn ich das jetzt mache, dann ist das doof. Ne? Und es ist irgendwie immer alles so ein bisschen doof und also so immer den perfekten Zug gibt es irgendwie nicht und man muss die ganze Zeit so abwägen, so, was kann ich jetzt noch machen, wo kommt mir jemand zuvor und so. Das ist, ich finde, das ist richtig gut gemacht. Ja, ist ja ein Kramer Kiesling, also ich meine, die ist jetzt auch nicht das einzige gute Spiel, was sie gemacht haben, da kann man ja auch nicht sagen. Also, ich verstehe das, es ist trocken und thematisch steckt vielleicht irgendwie nicht viel drin, aber cool gemacht ist es auf jeden Fall. Das kann ich anders sagen. So, der Gegenentwurf dazu, ein Spiel, was von Thema nur so strotzt oder von Gestaltung auf jeden Fall nur so strotzt, Majesty, also ein Deckbuilding-Mechanismus, ja, es ist Deckbuilding, nein, nicht so richtig, aber nee, Set-Collection nennt man das, Set-Collection-Mechanismus, um möglichst viel Geld zu verdienen während des Spiels. Auch immer sehr cool. Ich warte immer noch auf die Erweiterung, aber nach Jahren, die das Spiel jetzt schon alt ist, fürchte ich, wird das wohl nichts mehr werden. Es hätte aber auf jeden Fall eine Erweiterung verdient, dieses Spiel. Und, aber es ist auch so wirklich sehr spielenswert schon, weil es einfach total schön gestaltet ist und unheimlich hochwertige Materialien und dabei aber auch sehr schnell geht, sich locker flockig spielt. Wirklich cool. Carcassonne. Auch wieder schöne Überleitung, denn das ist ja das Spiel, wo es irgendwie viel zu viele Erweiterungen von gibt. Ich glaube, es sind 8 oder 9 inzwischen, korrigiert mich da gerne, wahrscheinlich sind es inzwischen 2-stellige Anzahl. Ja, das ist ja noch hier die ganz alte Variante, das, wie man sieht, der Karton ist völlig verranzt. Auch noch mit dem Originalgestaltung der Plättchen, die inzwischen sehen ja alle etwas anders aus und die Erweiterungen, die ich dann habe, die teilweise auch so Mini-Erweiterungen sind, die passen da optisch dann nur noch so begrenzt dazu. Aber das ist eigentlich egal, aber Spaß macht es auf jeden Fall. Eben durch die vielen Erweiterungen, die drin sind, ist natürlich die Spieldauer hat sich auch erhöht. Also wir nehmen inzwischen immer so eine große Handvoll Plättchen raus am Anfang, damit es nicht ganz so ewig dauert. Und das ist auch ganz nett, wenn man nicht so ganz genau weiß, welche Plättchen denn kommen. Ja, ist aber auf jeden Fall auch ein Klassiker und gehört in jedes Spiel. Also Carcassonne ist schon wirklich super, das muss man auch sagen. So, die hebe ich nur ein bisschen auf. Jetzt mache ich wieder so ein paar Evergreens durch. Lisbon Tram 28 haben wir auch wieder gespielt, auch wieder sehr viel Spaß gehabt, schön auf die Klingel gehauen. Dazu gerne auch mein Video angucken. Also ich mag das immer noch sehr gern. Wie gesagt, ich spiele es eigentlich fast nur mit meiner Tochter, weil die findet das auch gut. Der Rest ist für mich leider nicht ganz so, aber so ist das halt leider. Die Geschmäcker sind verschieden und ich kann es empfehlen. Ich finde es wirklich cool. Coralia ist auch so eins, was zwischendurch mal völlig in der Versenkung verschwunden war. Also jetzt bei uns meine ich. Da haben wir eine Weile total viel gespielt, dann wollte es keiner mehr spielen.
Und jetzt ist es so auf einem guten Rhythmus, dass man so ab und zu mal aus dem Schrank holt und spielt. Und ich finde das nach wie vor auch total schön, einfach das Spiel. Also irgendwie diese Illustration des Spielplans und die Karten und die bunten Würfel mit den Symbolen. Und ja, auch irgendwie so schöne Überraschungsmomente drin mit den Schätzen, wo man nicht genau weiß, was man kriegt. Was ist immer so spannend, wenn man den umdreht, so ja oder so. Mist. Das ist irgendwie einfach cool gemacht. Und eben seit ich meine Regelfehler gefunden habe, spielt es sich auch noch flüssiger als vorher. Super Spiel, wirklich große Empfehlung. Ja, Zug um Zug habe ich auch schon alles zu gesagt, was zu sagen. Jetzt haben wir auch wieder gespielt. Im Moment spielen wir jetzt wieder die Indien-Karte. Was ja darum geht, dass man extra Punkte kriegt, wenn man Mandalas baut, ist das zumindest so, heißt es auf dem Spielplan, also Möglichkeit sind sozusagen Kreisverbindungen, dass man also verschiedene Verbindungen hat zwischen seinen Streckenkarten, da kriegt man Sonderpunkte. Das ist auch nochmal ein schöner Mechanismus. Ja, und Zug um Zug ist einfach ein schönes Spiel. Kopf an Kopf fange ich, komme hier ins Stolpern. Ja, erwähne ich auch sehr oft dieses Spiel. Macht einfach Spaß, schönes Rennspiel, super in der Familie zu spielen, weil es schnell erklärt ist. Macht Kindern gerade total viel Spaß, weil es darum geht, Geld zu gewinnen. Das machen Kinder, also Spiele mit Geld kommen eigentlich immer gut an bei Kindern. Und hier ist es halt irgendwie noch so dieser Spann, so sein Pferd nach vorne bringen. Das ist einfach cool und das eben bisher hat es auch noch jedem gefallen, mit dem wir das gespielt haben. Eben. Und es geht, ist mit der Spielanzahl total variabel. Das funktioniert zu dritt genauso wie zu sechs oder zu siebt. Also das ist, oder zu acht. Also das ist wirklich auch sehr gut. Und ja, ich freue mich schon, der Dennis hat ja jetzt wohl die Neuauflage, die jetzt rauskam, die heißt irgendwie etwas anders, ist also ein etwas kleineres Spiel, aber gleiche Grundmechanismus. Da freue ich mich auch schon auf, das zu spielen. Paleo haben wir auch wieder gespielt, beziehungsweise nicht dieses Paleo, sondern eigentlich die Erweiterung, die jetzt hier mit drin ist. Wir haben nur eine Partie geschafft und da sind wir auch leider relativ krachend gescheitert. Wir haben es mal zu viert gespielt. Das haben wir noch, das war glaube ich das erste oder höchstens das zweite Mal, dass wir es zu viert gespielt haben. Meist sind wir da zu dritt. Weiß nicht, ob wir deswegen da was falsch geplant haben, so ein bisschen. Also es war, ja, wir sind schon recht deutlich untergegangen. Also wir sind, eigentlich hatten wir an allen Fronten, wir hatten kein Essen mehr und hatten noch fast keine Aufträge erfüllt. Und also, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Also eben, das gehört ja bei so einem Spiel auch dabei dazu, dass man das mal hin und wieder verliert. Und ich fand es einfach spannend und so die, ja, es sind auch einfach wieder schöne Ideen drin in der Erweiterung, um was man sich da kümmern muss. Und ja, ich glaube, in diesem Fall, so beim zweiten Mal, wüssten wir einfach etwas besser, worauf wir achten müssen. Und da werden wir dann sicherlich erfolgreicher sein. Aber Paleo auch ein geiles Spiel. So, kommen wir mal zu dem hier. Das haben wir auch wieder gespielt. Oder genau genommen haben wir das jetzt hier, dieses hier gespielt. Also wir haben Cold Express gespielt zu fünft und dann haben wir eben noch, weil zufällig mal niemand Cheyenne spielen wollte, haben wir noch gesagt, komm, dann nehmen wir noch die Bandits Cheyenne mit rein. Ja, also Cold Express an sich ist super, diese Cheyenne-Erweiterung, die ist überhaupt nichts. Also die hat zwei Mechanismen, zum einen rennt Cheyenne die ganze Zeit in einem Affenzahn durch den Zug und klaut allen Leuten ihre, ihre Geldbeutel, also also diese Beutel mit Gold, keine Diamanten und so, aber die Geldbeutel klaut sie die ganze Zeit. Und dann hin und wieder schießt sie nochmal mit Giftpfeilen um sich. Und beide Mechanismen machen das Spiel eigentlich doof. Also, dass man irgendwie von einem NPC irgendwie völlig zufällig irgendwie seine Beute geklaut kriegt, ohne dass man sich dagegen so richtig wehren könnte, weil sie halt sehr schnell ist. Und ja, es auch zu schwer vorherzusehen ist, wo sie eigentlich genau lang geht. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß, weil das ist so unmotiviert irgendwie. Und auch irgendwie so die Idee, dass ich mit einem Giftpfeil getroffen werde, weil ich Pech habe und dann das Spiel nicht mehr gewinnen kann, wenn es mir nicht gelingt, ein Gegengift zu finden, das ist irgendwie auch unmotiviert. Also wir haben sie echt also man spielt ja fünf Runden im Spiel, nach drei Runden haben wir sie weggeschmissen und gesagt, komm, die spielt nicht mehr mit, weil das war einfach blöd, das hat das Spiel kaputt gemacht. Und also die werden wir sicherlich nicht nochmal benutzen. Die verschwindet jetzt irgendwo im Spiele überlaufen, wird nie nochmal benutzt. Aber Cold Express ist cool und die Ghost-Erweiterung, die fand ich auch witzig. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal mitspielen lassen. Aber Cheyenne ist nix.
So. Kommt gut vorwärts. So, Villainous haben wir wieder gespielt. Das muss ich jetzt mal zeigen. Da stand ja immer so ganz vieles im Regal. Das hat sich inzwischen etwas geändert, weil nach einem kleinen Materialtipp von Benny und Dennis habe ich da mal so, ich weiß nicht, ob man das noch halbwegs erkennen kann, habe ich da mal selber so eine Art Inlay gebastelt. Ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen stümperhaft gemacht, aber wenigstens passt jetzt die Erweiterung mit in den Karton rein. So, das ist, wenn nur noch ein Karton ist, wo eben das Spiel mit drei Erweiterungen drin ist, wobei zwei oder drei Figuren haben wir weggetan, weil wir die eh nicht spielen, weil wir die nicht gut fanden. Aber ja, das macht mir auch immer wieder Spaß. Also das ist eben total abwechslungsreich durch diese vielen Charaktere, die wir da haben, die sich alle unterschiedlich spielen. Und ja, es ist ein bisschen frustig manchmal, das muss man schon zugeben, wenn man so merkt, die anderen sind schon, stehen schon kurz vorm Sieg und man selber ist irgendwie noch ganz am Anfang. Aber insgesamt gleicht sich das irgendwie doch meist ganz gut wieder aus. Und ja, ist einfach cool gemacht und schön gestaltet und so weiter. Und ja, spielen wir immer wieder gerne. So, Mr. Jack, das liebe ich auch heiß und innig, dieses Spiel. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Jetzt hat mein Sohn, der eine, das mal wieder spielen wollen. Und das haben wir uns dann gemütlich gemacht, weil es eh schon gerade dunkel wurde, haben wir uns dann das Licht ausgelassen und haben uns Teelichter auf den Spielplan gestellt, die dann die Londoner Laternen darstellten, die dann eben während des Spiels auch langsam verlöschen. Eben, man pustet hier so nach und nach aus. Das ist einfach, das bringt nochmal viel zur Atmosphäre. Und ich finde das total spannend, das Spiel. Das ist auch, es ist wirklich ein Denkduell, was so irgendwie mich schon irgendwie fast an Schach erinnert. Und ja, ich finde es immer wieder spannend. Ich spiele beide Seiten sehr gerne. Als Mr. Jack zittert man die ganze Zeit, denkt, ah, schaff ich's. Und andere ist die ganze Zeit so, Mann, was mache ich denn jetzt? Der ist immer kann der blöde Mr. Jack alles rückgängig machen, was ich mache. Also, ja, beide Seiten spannend und ich finde es total gut und eben auch gestalterisch sehr schön und atmosphärisch irgendwie schön. Eben, also diesen Tipp mit den Teelichtern, wer das Spiel zu Hause hat, das mal ausprobieren, das ist irgendwie cool, das im Dunkeln zu spielen und dann am Anfang hat man noch 6 Teelichter und dann macht man so nach und nach aus und es wird immer dunkler. Das ist irgendwie nochmal cool, das simuliert sehr schön den Spielverlauf. So, wir sind fast durch, aber wir kommen noch zu den angekündigten Einmalspielen. Also wir haben in den Osterferien unter anderem 2 Exit-Puzzle gepuzzelt, was uns auch wieder Spaß gemacht hat. Wir haben das Kinderpuzzle mit dem Dschungel gemacht, was sehr, sehr grün ist, aber schön und auch schöne Rätsel drin hat. Und welches war das andere? Welches haben wir noch gemacht? Genau, das Drachenlabor haben wir noch gemacht. Das ist noch das zweite. Ja, das ist das Puzzle, ist das total schick und gut gemacht. Da haben uns doch die Rätsel eigentlich auch noch gut. Was uns da total enttäuscht hat, ist die Auflösung. Also die Teile, die man sozusagen, die dann die Lösungen, die man zusammenpuzzelt, die ist dann irgendwie total popelig. Also da hätten sie sich irgendwie was Schöneres überlegen können. Aber das Puzzle ist schick und die Rätsel waren da auch gut. Aber wir haben neben den Puzzlen auch ein Exit-Spiel mal wieder gespielt. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Exit, das mysteriöse Museum. Und ja, das ist ein Einsteigerspiel. Das war aber auch Absicht, weil wir das mit den Kindern spielen wollten und auch gespielt haben. Und also das hat mir seit langem mal wieder richtig Spaß gemacht. Da waren wirklich coole Rätsel bei, die alle lösbar. Aber durchaus, obwohl Einsteiger, durchaus einige, wo man ein bisschen dran knacken musste und wo wir uns dann auch schwer getan haben. Meine Familie war dann eher relativ schnell so, ach komm, wir nehmen eine Hilfekarte. Ich dann so, nein, ich will keine Hilfekarte. Aber dann meistens haben wir es dann doch gemacht, weil ich dann halt irgendwie auch nicht weiterkam. Und dann nimmt man die und denkt so, natürlich. Nein, aber hat mir wirklich mal wieder richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, nachdem ich letzten Erfahrungen mal eher so ein bisschen enttäuscht war von Exit. Dies fand ich mal wieder richtig cool. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, so mit, glaube ich, für eine Erwachsene kann man vielleicht ruhig ein bisschen Schwierigeres noch nehmen, aber eben mit Kindern, dass die auch wirklich aktiv miträtseln können, ist diese Einsteiger-Level, glaube ich, gut. Hier steht drauf, ab 10 bin ich, ja, so 9, 10 sollte wahrscheinlich schon sein, stimmt schon. Also kann auch jünger, aber sozusagen, wenn man deutlich jünger ist als 10, denke ich, dann wird doch das, was man zu den Rätseln beitragen kann, relativ wenig. Aber so die
Geschichte an sich ist auch schön, die man hier durchlebt, dieses Spiel auch mit vielen witzigen Details drin in der Gestaltung. Ja, wirklich schön. Und einige sehr, sehr schöne Kniffe. So, dann noch ein bisschen so ähnlich, auch ein Einmalspiel, auch wenn man dieses nicht kaputt macht. Pocket Detective, der Fall Nummer 1, Mord auf dem Campus. Das spielt man auch mit mehreren kooperativ. Ist also ein Krimi-Spiel, kein Exit-Spiel. Und eben hier löst man eben einen Mordfall von einem toten Professor, der aufgefunden wurde. Ja, es ist so, es hat so ein paar Probleme, das Spiel. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich denke, das werde ich in der Krimi-Spielserie lieber nochmal in Ruhe ein bisschen auseinandernehmen, das Spiel. Es ist auf jeden Fall gut spielbar. Es hat so ein paar Probleme, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, es kann ein bisschen Zufall sein, ob man auf die richtige Spur stößt oder nicht. Aber das Grundprinzip des Spiels funktioniert auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, es erinnert so ein bisschen an Detective eigentlich. Dazu gibt es ja inzwischen das Video, wo wir das relativ deutlich erklären. Also dies hat so ein bisschen ähnliches Grundprinzip, aber sehr runtergestrippt auf sozusagen das Notwendigste. Und dadurch etwas, ja, deutlich simpler zu spielen. Und auch nicht so cool wie Detective, aber es funktioniert durchaus immer noch. Und wie gesagt, ich werde da, glaube ich, noch ein eigenes Video zu machen, deswegen will ich es nicht zu lange erzählen. Also ich würde sagen, so eine mittelhohe Empfehlung für Pocket Detective. Also ich würde auf jeden Fall schon noch mal ein zweites spielen, wenn es sich ergibt. Also so gut ist es dann auf jeden Fall. Wunderbar, das war jetzt ja gar nicht so furchtbar lange. Also, dann möchte ich aber auch jetzt Schluss machen und mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr eigentlich den Flo sehen wollt, müsst ihr nächste Woche wieder gucken. Dann kommt er und erzählt, was er alles gespielt hat. Dann natürlich auch noch länger, weil er noch eine Woche mehr Zeit hatte zum Spielen. Und ja, jetzt danke ich fürs Zuschauen. Lasst Kommentare da, lasst Daumen hoch da und Abonnements und alles Weitere. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder beim nächsten Video. Tschüss!